Hallo, herzlich willkommen. Übung zum Differentialquotienten, der ich kurz auf diese Aufgabe 10 eingehen möchte, bei der da die Momentangeschwindigkeit gefragt ist zum Zeitpunkt t, wenn man die Ortsfunktion kennt, s von t, zum Beispiel von a da, t Quadrat plus 3t. Also wenn das die Ortsfunktion ist, wie sieht dann die Geschwindigkeit aus? Das heißt, ich möchte hier die momentane Änderungsrate bestimmen können, also ds geteilt durch dt oder anders gesagt, Limes von h gegen 0 von s von t plus h minus s von t geteilt durch h. Und das gibt mir dann gerade die Geschwindigkeit. Das ist die Änderung des Ortes geteilt durch die Änderung der Zeit. Und wenn ich das, habe ich schon im Video gezeigt, wenn Sie da die durchschnittliche Änderung haben und dann diese durchschnittliche Änderung ja, mit einem Limit zu einer momentanen Änderung machen, dann kriegen Sie eben gerade die Steigung der Tangente oder hier in diesem Fall die momentane Geschwindigkeit zum Zeitpunkt t. Jetzt wird das zum Zeitpunkt 2 gefragt. Das heißt also, ich möchte gerne hier diesem Ausdruck an der Stelle 2 ausgewertet haben. Also haben wir s von 2 plus h minus s von 2 geteilt durch h. Dann können wir jetzt auswerten. Ja, jetzt sehe ich, ich sehe ja hier, was mit dem Argument passieren muss. Das t wird einmal quadriert und dann addiert dazu das Dreifache von diesem t. Also wenn da das Argument 2 plus h ist, bedeutet das, ich muss dieses Argument einmal quadrieren und dann das Dreifache dieses Arguments dazu zählen. Davon wird abgezogen s von 2, also 2 eingesetzt. Also wenn dann 2 im Quadrat, hier konnte ich auch 2 schreiben, machen das an der Stelle 2. 2 im Quadrat plus 3 mal 2 geteilt durch h und den Limit noch vergessen, korrigiere ich gerade, Lim h gegen 0. Wollen jetzt sehen, oder wie viel das gibt. Jetzt, wenn h gegen 0 geht, geht das gegen 2 Quadrate und das gegen 3 mal 2, also dasselbe wie da. Das heißt, ich kriege Zähler und Nenner, kriege ich beide Male 0. Das ist ein bisschen schwierig zu sagen, jetzt gegen welchen Wert dieser Quotient geht, wenn beide gleichzeitig gegen 0 gehen. Und deshalb versucht man hier so gut wie möglich zu vereinfachen, damit man dann, und einfach so lange zu vereinfachen, bis man beurteilen kann, gegen welchen Wert ich strebe, also 2 plus h, wir multiplizieren mal aus und subtrahieren, was geht. Wenn ich 2 plus h im Quadrat ausmultipliziere, dann ist das 4 plus 4h plus h Quadrat, das ist die erste binomische Formel. Dann habe ich noch plus 6 plus 3h vom zweiten Teil und der Ausdruck hier, der gibt mir 4 plus 6, das gibt 10, die ich da subtrahieren kann, geteilt durch h. Minus 10 plus 10 hebt sich weg und ich sehe also, was mir da übrig bleibt. Mit h gegen 0, nur Terme mit h, nämlich ein h Quadrat, ein 4h und ein 3h, das könnten wir gerade zusammenfassen, also 7h geteilt durch h. Und jetzt sehe ich, ich kann natürlich kürzen da diesen Bruch noch. Und dann wird es mir also leichter fallen. Und dann den Wert zu bestimmen, also ich kann h ausklammern, gibt mir h plus 7 geteilt durch h. Und wenn ich h kürze, kriege ich Limit h gegen 0 von h plus 7 und wenn h gegen 0 geht, sehe ich jetzt schon, dass das gegen 7 geht. Also
7 Einheiten waren Meter pro Sekunde, das ist also die Geschwindigkeit. Ich sehe hier, das sind Distanz, das sind Meter, das ist eine Zeit, das sind Sekunden. Also die Antwort hier muss 7 Meter pro Sekunde tragen. Voilà. Das vielleicht noch rasch visualisieren. Die Funktion, wir hatten eine Funktion vom Typ x² plus 3x. Und die musste an der Stelle 2 ausgewertet werden. Okay, das sind jetzt beide nicht gerade super günstig vom Frame her. An der Stelle 2. Mal gucken, ob er das versteht. Ja, nein, versteht er nicht. Vielleicht wenn ich es so machen, at x equals 2. Ja, da wird es mir zumindest mal angeben, was es dort gibt. 10, das hätten wir auch einsetzen müssen, haben wir richtig gerechnet. Vielleicht kann man hier die Steigung etwas abschätzen. Mit Geschwindigkeit ausrechnen berechnet man ja die Steigung dort. Also das geht auf eine Einheit drüber. Ja, schwierig zu sagen. Ja, die wird etwa 5, 6 rauf, also abgeschätzt grob. Ja, Resultat ist 7. Also das wird vermutlich stimmen. Da haben wir richtig gerechnet. Und damit möchte ich schließen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.